Herzlich willkommen auf einem neuen Video oder zu einem neuen Video auf dem Ride for a Dream YouTube Kanal. So, um was geht's heute mal? Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal das Video Lithium Batterie, wie ich alles leichter mache und so weiter bei der Honda. Heute geht es aber darum, was ist, wenn das Ganze über eine gewisse Zeit steht und ja, ihr wisst alle, wie schön es ist, an die Batterie zu kommen, um das Ladegerät anzuklemmen. Deswegen habe ich mir eine Kleinigkeit einfallen lassen für euch. Und zwar, im Endeffekt ist es dieses Teil. Was ist das? Ich nehme mal das raus. Das werden vielleicht einige von euch kennen, weil sie es bei ihren Ladegeräten mit bei haben. Was ist das im Endeffekt? Ein Schnellladeadapter, womit ihr eure Batterie nicht ausbauen müsst und trotzdem extern laden könnt. Das ist top, finde ich gut. Allerdings ist immer an dem Teil, was an eurer Batterie ist, das fürs Ladegerät. Und ich kenne das selber, es klappert rum, man packt es ein. Und im Endeffekt, wofür packt man es ein? Wasserdicht sind die Teile ja. Und sie sind meistens da verbaut, wo sowieso kein Wasser hin sollte. Also wenn da Wasser ist, ist es eh doof. Also fliegt das Teil rum. Oder es wird mit Panzerband festgeklebt, doppelseitigem Klebeband und so weiter. Ja, im Endeffekt ist das der ausgebaute Schlossträger. Den kennt jeder von euch, weil hiermit entsperrt ihr euren Soziusitz. Was ist der Vorteil daran, wenn wir es da dran machen? Es fliegt nicht rum. So, und was haben wir jetzt? Jetzt klebt der Schlüssel. Nein. Gut, ich würde sagen, wir schwenken mal zum Motorrad und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert und wie es aussieht. Also, let's go. So, das Heck ist bei der guten Dame einfach mal ein bisschen auseinandergenommen. Warum? Sie ist ja ein Rennmotorrad, aber ich kenne das selber noch und es ist mega nervig, wenn das gute Stück steht. Ja, jeder kennt das von euch. Es müssen hier die Schrauben abgemacht werden. Vor allem müssen die schönen Verkleidungen abgemacht werden. Und dann habt ihr diesen Blick. Oh, kommt mal rüber. Gucken wir mal rein. So. Jetzt ist es so. Jetzt haben wir hier die schöne Batterie. Und am Ende des Tages gibt es hier auf der Seite eine Durchführung. Wofür ist die? Für die Kennzeichenleuchte, für die Rückleuchte, für die Blinker. So, was habe ich mir jetzt gedacht dazu? Naja, machen wir ganz einfach. Das Teil finde ich cool. Finde ich hier praktischer, wie das Ganze auseinanderzubauen. Ja, also habe ich mir das Ganze überlegt. So, jetzt ist es ganz einfach. Wie verwendet ihr das Teil? Was macht man damit? Am Ende des Tages sind hier zwei Durchführungen oder eine Durchführung. Hier kommen einmal die Plusseite. Ja, ist natürlich auch so, dass die Kabel gut trotzdem sitzen. Einmal durch. So. Zack, das Ganze zweimal. Ja, mehr Plus und Minus. Da muss man ein bisschen drücken, mal ein bisschen ziehen. Ist halt, soll ja auch nicht so viel Spiel haben. Hier empfehle ich, einfach wirklich so nacheinander durchziehen. Zack, haut am besten hin. So, dann guckt ihr am besten gleich, wie das ist, weil der hat hier so eine Kappe. Jetzt können wir das zwar drehen, die ist ja richtungsgebunden. So, was machen wir? Machen hier einmal richtig drauf. So, drehen das Ganze ein bisschen. Dann setzen wir das wieder in Position. Und dann ist das prima. So. Und jetzt ziehen wir das hier durch. Und haben im Endeffekt diese Ladedose. Beziehungsweise können wir auch hier drehen, scheißegal. Können wir auch abmachen und drehen. So wie es für euch am besten ist, einfach. Und je nachdem, wie auch der Ladeadapter gebaut ist bei euch. Ne, ich mache es jetzt einfach mal so rum. So, könnte man das bis ranführen. So, und das ist jetzt natürlich genau für diesen Adapter von AEG gebaut. Passt. Wir können, oder ich kann das auch für andere für euch machen. Da müsst ihr mir bloß die Maße sagen. Es geht aber erstmal um das erste Thema, was wichtig ist. Jetzt haben wir das Teil. So. Jetzt können wir hier durch. Hier ist natürlich ein bisschen offen. Die Dame hat jetzt hier nichts mehr. Hier ist diese Durchführung. Zack. So. Jetzt haben wir hier Plus und Minus. Wisst ihr selber, geht zügig. Ich lege es mal jetzt hier an. So, das reicht ja. Selbst so könnten wir theoretisch laden, was wir jetzt nicht machen. Aber, weil wir brauchen ja bloß den Kontakt dazu. Wie gesagt, aber so sieht es ja dann im Endeffekt aus. Das könnt ihr auch anders legen. Es gibt ja manche, die das gerne auch mit dem Leitungssatz verlegen. Also die dann hier rumgehen. So, dann gehen wir hier drunter durch.
Na, dann sieht das auch gut aus. Dann wieder rot auf Plus und schwarz auf Masse. Und dann sieht das auch schön aus. So. Jetzt ist es so. Jetzt lasse ich das hier mal ein bisschen rumbaumeln. Wir haben hier die Schraube. Diese Schraube ist für eine Funktion. Jetzt müssen wir mal hier durchquetschen. Sie hält im Endeffekt das Schloss, was hier drunter sitzt. So. Ist natürlich jetzt hier sehr komfortabel zu schrauben. Normal greift ihr hier rein. Ich drehe euch mal noch ein bisschen mit zu mir. So, schick. So. Das ist das Ganze. Das ist der Mechanismus, der im Endeffekt so rum drinne sitzt, dass ihr die Klappe, deswegen sieht man das hier ganz gut, ne, dass man das hier hin und her bewegen kann. So, hier praktisch jetzt wäre, als ob wir den Schlüssel benutzen. So, jetzt ist diese Schraube, die da original drin ist, sehr kurz, aber wir haben hier unten eine Durchgangsbohrung. Was heißt das für uns? Wir schrauben überhaupt nichts um. Ich liefere euch einfach eine längere Schraube mit. So, das heißt halt im Endeffekt, wir bauen das jetzt hier 1:1 ein. Ihr seht, das passt 1A durch. So, jetzt drehen wir das einmal schön rein. So. Da kann auch jeder von euch Sicherungslack dran machen, was auch immer. So, hier vorne, dieser kleine Punkt, ich weiß nicht, ob man den so gut sieht, ich schwenke mal rüber, genau, jetzt sieht man das besser. Dieser Punkt hier ist im Endeffekt bloß eine Arretierung, dass der Schließzylinder oder beziehungsweise dieser Mechanismus ist nur hierüber festgemacht. So, jetzt ziehen wir das schön fest. So, und jetzt haben wir hier unten, das zeige ich euch jetzt auch mal, da kommt ihr einfach mal mit. So, hier geht die Schraube durch. So, jetzt kann das natürlich sein, dass das jetzt ein bisschen falsch rüberkommt. Deswegen hole ich euch nochmal richtig dazu. So. Zack. Und ich zoome euch das mal ran. So. Jetzt seid ihr perfekt dabei. Das ist das. Das ist die längere Schraube. Die originale ist sehr, sehr kurz. Der Kopf aber von der Höhe, deswegen lege ich das daneben, ist genauso hoch. Sprich, ihr habt hier oben erstmal gar keine Veränderung. So, ich zoome mal ein bisschen raus, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. So, willkommen wieder am Heck. So, jetzt haben wir ja die Kabel hier erfolgreich unten durchgeführt. Jetzt geht es darum, das Ding hat die Form, dass das richtig gut sitzt. Das heißt jetzt, es kommt so hin. Diesen Bamsel könnt ihr ja auch theoretisch umdrehen, wie auch immer. So, was kriegt ihr noch dazu? So, jetzt soll das ja nicht so hängen bleiben. Natürlich kriegt ihr noch eine Mutter dazu. Und weil das halt für mich einfach dazugehört, eine vernünftige Unterlegscheibe. Sprich, so. Ja. Das heißt, das Wackeln gibt es nicht dazu. Jetzt ist das natürlich von hier sehr komfortabel, aber es geht in echt auch ohne Probleme. So, jetzt arretieren wir das hier. Jetzt nehmen wir uns hier noch Maulschlüssel. Das ist meiner Meinung nach immer das Schönste, eine gängige Größe zu nehmen, wo ihr auch gut, die auch gefühlt jeder zu Hause hat, mit der man gut arbeiten kann. So, zack, einmal schön fest. So, jetzt hier oben noch einmal kurz gegenhalten. So. Zack, so. Fertig. So, jetzt sitzt ja hier euer Sitz nochmal drauf, sprich, wenn wir von oben reinschauen, ist das alles normal frei zugänglich. Auch hier alles. So, jetzt hole ich mal den Schlüssel. Und auch hier. Ne? Zack. Es funktioniert alles. Ihr kommt überall ran. Es sitzt sauber ordentlich drin. Ihr habt nichts an dem Ganzen verändert. Und ich finde eine Sache einfach super klasse daran, dass ich nur noch, genauso wie ihr, so, jetzt schwenken wir wieder zurück, den Sitz abmachen muss. Dann nehmt ihr das hier ab. Hier, ihr seht auch, ne, es ist auch wirklich fest. Ich könnte jetzt auch einen Hammer holen, aber wer hat bitte da einen Hammer drin? Und jetzt könnt ihr einfach das Ladegerät anschließen
und ladet eure Batterie, weil hier liegen ja die Kabel direkt an der Batterie an. Ihr geht über die normale Führung hier unten. Ich gehe mit euch hier nochmal das zusammen durch. Die Schraube am Stativ finden. Zack. So. Wir gehen mal noch ein bisschen tiefer. Ich nehme euch einfach mal in die Hand. Das ist das einfach. Zack. So. Und jetzt haben wir da das originale Loch, wo die Kabeldurchführung ist. Und durch die gehen wir auch bloß. Und jetzt seht ihr von unten, es ist einmal vernünftig fixiert, ordentlich verbaut. Und schon, ihr könnt es hier drinnen anschließen, wenn das Teil gut genug ist. So, jetzt, ich sag mal, ich packe jetzt mal so eine kleine Ratsche als Größe daneben. So, ihr habt so viel Platz theoretisch. So, um da einen Anschluss ran zu fummeln. Sollte das nicht reichen? Ja, meine Herren. Zack, fertig. Habt das oben drauf. Oder? Ich finde es eine klasse Sache. Auch hier lässt sich schnell wieder verschließen. So. Wenn man es richtig rumdreht, ist sogar richtig rum. Zack. So. Könnt gegendrücken. Macht das Bändchen hier drunter. Und habt Ruhe. Ich finde das auf jeden Fall besser, wie zwei Schrauben abzumachen, die Verkleidung abzumachen, den Sitz runterzunehmen und dann zu hoffen, dass auch alles gut abgeht. Ne? In dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ihr könnt das gerne auf Ride for Your Dream im Online-Shop bzw. auf der E-Mail-Adresse ride.for.your.dream@gmail.com einfach auch bestellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Danke fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!